schon dabei. Ich stehe in Flammen! Warum rennst du auch durch die Flammen? Herzlich willkommen zurück zu XCOM 2. Ich bin eure Eisenseele und wir sind hier in Südafrika und nehmen gerade die Operation Hungernder Grabhügel an, wo wir einen VIP aus einer Adventzelle retten sollen. Dafür kriegen wir den Wissenschaftler Dr. Yong Song Chung und 50 Informationen. Und natürlich lassen wir uns die nicht entgehen. So, wir haben Blacky, der jetzt ein Ranger ist, aber wir nehmen dir die Schrotflinte erstmal weg, weil du bist viel effektiver. Nein. Mit dem Sturmgewehr derzeit. Dann haben wir Corporal Briley und Corporal Dingsbums Kirchens. Und wir nehmen hier. Dich nehmen wir mal raus. Entfernen. Dafür nehmen wir. Wen nehmen wir da mit? Darlene Parker. Mal gucken, was aus Darlene wird, diese Folge. Skyranger, Einsatz. Man ist bereit für Einsatz. Einsatz starten. Erdrand hält eine VIP fest, die überaus wichtig für den Widerstand ist. Und der Sprecher hat uns gebeten, eine Rettungsoperation durchzuführen. Wir rechnen mit schwerem Widerstand. Die Aliens senden weitreichende Luftunterstützung in das Gebiet, die Firebrand am Boden halten wird. Sichern Sie das Gebiet, schalten Sie alle Feindkontakte aus und retten Sie die VIP. Ja, wenn es weiter nichts ist, das kriegen wir doch sofort hin, ohne Probleme. Hoffe ich, denke ich. Oh Gott, wir werden alle sterben. Los, Absprung! Menace 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay, wir müssen nach da oben. Ich sehe etwas. Wir sind getarnt. Das ist doch schon mal... Bewegung, Bewegung. Bin dabei. Unsere Gremlins können versuchen, uns von hier aus Zugriff zum Advent-Netzwerk zu verschaffen. Ja, klar. Vielleicht können wir ihre Systeme hacken und einen Vorteil erlangen, aber Vorsicht. Wenn sie uns bemerken, wird alles nur noch schlimmer. Sowas kenne ich. Nee, machen wir nicht. Okay, bin unterwegs. Feindlicher Trupp geortet. Ja, lass sie kommen. Okay, Blacky, dich setzen wir... Bis wohin können wir dich denn ziehen? Ah ja, bis da können wir dich an die Wand ziehen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ganz nett, dass ihr in unsere Richtung kommt. Das ist sowas von nett für euch. Okay, wir könnten mal gucken, was für eine Trefferwahrscheinlichkeit wir haben. 65% sogar schon. Aber ich positioniere dich jetzt noch ganz kurz hier vorne hin. Begebe mich zum Ziel. Okay, könnten wir dich von hier aus... Ja, perfekt. Verstanden. Halte die
die Augen offen. Feuerschutz. Okay, und 5. Und... Gabusch! Der eine ist weg und der andere hat schon mal die Hälfte des Lebenspunkte verloren. Sie haben uns. Weit daneben. Gut gemacht, Mädel. Blöd, dass Dalin als erstes geschossen hat. Der ist erledigt. Damit kriegt sie leider nicht die Erfahrungspunkte für den Kill. Okay. Begebe mich zur Zielposition. Feuerschutz. Wir müssen uns bis in den Raum davor kämpfen. Der Wagen ist ja schon explodiert, der wird also nicht nochmal explodieren, hoffe ich. Bin schon dabei. Ich stehe in Flammen! Warum rennst du auch durch die Flammen? Bestätigt. Ich habe kein Medikit. Du bist der Medik. Verdammte. Bin dabei. Wo ist die Giftzelle? Da drüben irgendwo. Gar nicht umständlich. Das hätte aber auch echt ganz nach hinten losgehen können. Halten Sie sich von den Geschützen fern. Wir wissen immer noch nicht, ob sie vollautomatisiert sind oder aus der Ferne ausgelöst werden. Und ab geht's. Du nimmst auch den umständlichen Weg, oder? Feinde greifen von den Seiten an! Männer 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Köpfe runter! Wir gehen auf Nummer sicher. Dass so eine Granate eine ganze Wand einreißen kann. Verstanden, rücke aus. Nein, wir benutzen dich jetzt noch nicht. Befehl bestätigt. Genau, deshalb haben wir den noch nicht bestätigt, weil jetzt kann den einen Schuss, den kannst du nämlich jetzt hier wunderbar mit dem Angriffsprotokoll holen.
Und damit haben wir nicht eine hundertprozentige Tötung, weil der Angriffsprotokoll macht immer 2 Schaden. Oh, und der brennt nicht mehr. Gut. So, Darlene. Darf jetzt die VIP retten. Position bestätigt. Bin unterwegs. Versuche einzudringen. Ja, dann hocken wir mal, gell? Die Tür kriegen wir zwar auf, aber ich bezweifle, dass wir das hier schaffen. Nee, sieht nicht gut aus. Aber immerhin, wir haben die Tür offen. Gut. Wir sind durch. Wir haben das Paket. Unterwegs zur Übergabe. Minus 1-5. Status bestätigt. VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Okay, wo ist der Evakuierungspunkt? Da drüben. Das heißt, wir gehen am besten durch die Tür hier. So. Bestätigt. Ach genau, da ist noch das Geschütz. Aber das können wir vielleicht mit einer Granate noch ausschalten. Du hast noch eine Granate, Blackie. Wie weit kannst du laufen? Du kannst so weit laufen. Bin schon unterwegs. Okay, mal gucken. Nee, jetzt 8 brauchen wir. Jetzt nur wüsste, wo das blöde Geschütz war. Natürlich jetzt nicht gemerkt. Begebe mich zum Ziel. Habe Blickkontakt zur Edwin-Stellung. Na toll. Das Blöde ist, die haben auch gleich Blickkontakt zu uns. Ah, da ist er. Okay. Nein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, nein, nein. Warum Warum können wir es jetzt sehen und vorher nicht? Hä? Mehrere Feinde nähern sich unserer Position. Minus 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Das ist doch wieder mal unfair hoch 3. Warum kann ich ihn jetzt sehen? Aber vorher, als ich ihn sehen wollte, konnte ich ihn nicht sehen. Bin auf dem Weg. Das Spiel macht auch nur das, was es ihm gefällt, oder? Na los, zeigt euch! Rücke aus! Prüfe Visier.
Truppen gesichtet. Den kannst du durch die Ecke sehen. Aber der Typ, der direkt vor dir steht, den übersiehst du, oder wie? So, wir müssen uns aber immer noch da raus trauen. Position bestätigt. Okay, bin unterwegs. Ziel ausgeschaltet. Meine Munition wird knapp! Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Feind vernichtet. Okay. Munition ist gleich alle. Alles klar. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Und ab geht's.
Gut, Darlene ist auch in Sicherheit. Also das mit Blackie, das ärgert mich jetzt noch. Also das war... Weil ich habe den extra da hingezogen, damit er das scheiß Geschütz ausschaltet. Konnte das Geschütz aber nicht angreifen. Die Zeit läuft davon zum Evakuierungspunkt sofort. Ich rücke aus. Weil ich es nicht sehen konnte. Dann, aber in der nächsten Runde konnte ich sehen, weil es mich sehen konnte. Ah, das, sowas ist doch immer scheiße. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Bereit zum Abmarsch. Also manchmal sind solche Sachen einfach nicht nachvollziehbar. Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. So, dann gucken wir, was aus Darlene wird. Ja, tut mir leid, Blackie. Okay, sie wird zum Spezialisten. Und auch dich mache ich zum... Ah, okay. So, und dich kann man befördern. Und du wirst... was nehmen wir denn? Übernahmeprotokoll. Und Yong Sun Jong haben wir bekommen. Hallo, Commander. Und Sergeant Data Prone ist ein bisschen... Danke für das zusätzliche Personal zu meiner Unterstützung, Commander. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Okay, so. Gucken wir gerade mal, wie es aussieht. Soldaten anzeigen. Data James ist auf alle Fälle die nächsten 22 Tage ausgeknockt. Rosa Torres kommt bald wieder. Dann können wir mal rekrutieren. Wir holen mal Medo. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Genau, jetzt sind es nämlich nur noch 14 Tage. Es wird noch etwas dauern, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Dann... würde ich sagen, als nächstes räume den Raum hier frei. Guck mal, das ganze, ups, ich hätte die Guerilla-Taktikschule erstmal bauen sollen. Verdammt, egal. In 3 Tagen kann ich die bauen. Commander, nach jüngsten Erfolgen haben uns die Mitglieder des Widerstands in Südafrika Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Da kriegen wir Granaten und Munition. Nicht jetzt? Da war noch irgendwas, was wir vorher noch einsammeln wollten, glaube ich. Genau. Mit dem kaputten Laster haben wir angefangen. Der kaputte Laster hat normale Rohstoffe. Trümmer weggeräumt, Raum ansehen. Okay, und... Achso, wir könnten gar nicht die Guerilla-Kampfschule bauen momentan. Okay, dann kannst du aber hier reingehen. Ja, dann ist es mich schneller fertig. Strategische Ressource gefunden. Ein illegal operierender Transportlaster ist mitten im Niemalsland liegen geblieben. Als der Fahrer die nahenden Avenger erblickte, rannte er davon. Er kam aber schnell wieder, als er unsere Truppen erblickte und bat um Hilfe bei der Reparatur. Nachdem unsere Ingenieure das Fahrzeug wieder zum Laufen gebracht hatten, gab uns der Fahrer einige Vorräte. So, und jetzt holen wir uns da noch Granaten.
dringende Übertragung für Sie, Commander. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Danke. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Commander, uns liegen Informationen vor, dass die Aliens an verschiedenen Entwicklungen arbeiten, die unsere Möglichkeit zum Stoppen des Avatar-Projekts gefährden. Wir können eine dieser Bemühungen mit Guerilla-Einsätzen stören, aber wir müssen mit Bedacht wählen. Uns fehlen die Mittel, um überall einzugreifen. Okay. Auf uns warten. Advent investiert in die Verbesserung der Kampfausrüstung und stattet einige ihrer Soldaten einen Monat lang mit Panzerung aus. Oder ein UFO jagt die Avenger. Okay, Commander, der Widerstand hat ein geheimes Ressourcenlager vor Advent versteckt. Leider so gut, dass wir über... Nichts auf den lokalen Comms. Advent ist ziemlich ruhig. Schätze, das haben wir Ihnen zu verdanken. War uns eine Freude, Dan Mother. Genießen Sie es. Das werden wir. Unser Wasserreinigungssystem... Extrem starkes Signal vom Advent-Netzwerkturm. Sie senden global. Sir, das müssen Sie sich ansehen. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren arbeitet die Advent-Koalition unermüdlich und beseitigt die Schäden und vielfältigen Missstände der alten Welt. Unter unserer Aufsicht wachsen die Städte. Die Menschheit gedeiht und unsere Welt wird geheilt. Und trotzdem gibt es unter uns noch Dissidenten, die die Wahrheit verleugnen und die entschlossen sind, alles zu zerstören, was wir aufbauen. Mehrere Radarkontakte nähern sich Hafen Alpha 7. Das muss aufhören. Advent Friedenshüter, Feinde sind auf dem Weg zu Ihnen. Ich verliere Ihr Signal. Um diese Plage ein für alle Mal auszumerzen. Sie sind gleich bei Ihnen. Verliere Sie, Avenger. Verbindung wiederherstellen. Wir sorgen auch in dieser Krise weiter für Ihre Sicherheit und Ihren Wohlstand. Bringen Sie Ihre Leute da raus! Mit Ihrer Mithilfe werden wir diese radikalen Elemente vernichten. Und weitere 20 Jahre des Friedens und Wohlstands feiern. Sie haben keine Chance. Commander, wir sollten einen Trupp einsatzbereit machen. Oh, mein kleiner Liebling. Commander, ein Trupp steht bereit, um die Aliens anzugreifen, die das Widerstandsversteck belagern. Er rückt auf Ihr Kommando aus. Und ich werde auch dieses Kommando geben, allerdings erst in der nächsten Folge. Und jetzt sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr sehen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, abonniert ihr mich am besten, dann werdet ihr mit der Abo-Box und so weiter sofort informiert, meine ich natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und kommentiert doch, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge für neue Rekruten habt und so weiter und so fort. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge.